Moin, Brickbegeisterte und fröhliche Forstwirtschaftsfahrzeugführer. Ha, das macht mir so schnell keiner nach. Ja, heute gibt's mal was Altes. Und zwar was Altes aus der Lego-Technik-Serie, die 42080, der sogenannte Harvester, im deutschen Begriff weiß ich jetzt nicht. Das ist das aktuell letzte Pneumatikmodell von Lego, erschienen im August 2018, also zur Sommerwelle wird das ja dann gewesen sein wahrscheinlich. Danach gab es bisher nichts weiter mehr zum Thema Pneumatik in der Technik. Und davor war das denn der Volvo-Bagger, die 42.0, jetzt muss ich nachgucken, ich glaube 53, der ja durchaus nett ist. Ich glaube, heute würde man wahrscheinlich locker höhere dreistellige Summen bezahlen. Den hier gibt es durchaus noch neu und gebraucht für um und unter 100 Euro. Ich hatte da neulich mal auf Bricklink einfach mal geguckt, nur um mal so eine Größenordnung zu kriegen. Und man kriegt den sogar, ich glaube, neu UVP 100 oder 110 Euro. Also wer da Interesse hat, sollte vielleicht nur jetzt noch zugreifen. Das wird sicherlich nicht besser. Ich habe damals 99 Euro bezahlt, also 100 Euro. UVP war er, als er rauskam, 129 Euro. Hat 1001 Teile. Okay. Hat dafür aber Power Function, hat also einen L-Motor drin, eine Batteriebox, schauen wir uns gleich an. Und natürlich die Pneumatik. Zwei große Pneumatikzylinder und hier oben ist noch ein kleiner Pneumatikzylinder. Schauen wir uns gleich an. Und natürlich 8 schöne Reifen und was er noch alles hat. Ja, bevor wir uns mit dem Modell beschäftigen, schauen wir uns nochmal ganz schnell den Karton an. Ja, man sieht, das ist noch ein bisschen älter, was älteres Modell. Die Kartons heute, glaube ich, sehen ein bisschen anders aus. Ja, wir haben das Modell drauf. Wir haben sogar noch 2 in 1. Es gibt ein B-Modell. Ja, das gab es mal. Okay, wir haben das Power System V2 drin, was auch immer das V1 wäre, warum man das hier... Ach nee, Entschuldigung, Pneumatic System V2. Entschuldigung. Das Besondere an diesem System ist eigentlich, die haben hier, soweit ich das weiß, ich würde es nicht beschreiben, aber ich meine, diese Pneumatikventile sind neu. Die haben nämlich jetzt hier die Möglichkeit einer Kreuzaufnahme, sodass man sie leichter, wenn man denn möchte, mit einem Servo oder mit einem Motor ansteuern kann. Die alten hatten nur oben den Kreuz, diese kleine Kreuzachse, die hier rauskommt. Guckte zum Schalten, konnte man natürlich auch mit dem Motor, man musste ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, drumherum bauen, um das zu schalten. Ja, wir haben einmal eine Pneumatikpumpe, einen kleinen Zylinder und 2 große Zylinder. Das haben wir entsprechend. Ja, so, Rückseite nochmal schnell, da ist jetzt nicht allzu viel drauf. Da sehen wir halt einmal das A- und das B-Modell drauf, halt entsprechend. Und ja, was er so kann halt, ne? Dass man ihn bewegen kann, dass man das drehen kann und dass man das auf und zu machen kann, hoch und runter fahren kann. Naja, was das Ding halt so kann. Ja, ganz okay eigentlich, ne? Nichts Besonderes. Auch die Anleitung habe ich noch da. Das B-Modell war zu dem Zeitpunkt ja schon nur noch online erhältlich. Früher gab es das wirklich noch in Papierform. Ich kann mich noch dran erinnern. Ansonsten... Wir haben hier 208 Seiten mit 100, wie viele Bauschritte haben wir denn hier? Mal gucken. Der letzte Bauschritt. 370. Naja, für 1000 Teile mit Pneumatik, naja. Da sind normalerweise noch so ein paar Bricks so in Bausteinform bei und noch so eine kleine Kettensäge mit so einem Stammhalter, wo man die da drauf zerteilt. Das liegt irgendwo in meiner Gruschelkiste mittlerweile. Keine Ahnung, wo das geblieben ist. Ja, in meiner Gruschelkiste, ich würde es wiederfinden. Ansonsten eine Lego-typische Anleitung, überhaupt kein Problem, kann man schön nachbauen. Hier vorne guckt noch der Stickerbogen raus, den ich in dem Fall nicht angebracht habe. Ja, ist so mittelgroß, ne? Wenn ihr mal guckt, geht so, ne? Also, kann man machen, muss man nicht. Ich fand das jetzt nicht so sinnvoll. Nö, ja, die Warnbarken hätte man vielleicht noch machen können, aber egal. Ich habe ihn jetzt mal nicht bestickert, ist halt so. Ja, so viel zu den kurzen Eckdaten, was man so kriegt. Und dann lassen wir ihn doch mal hier reinfahren. Er hat eine Lenkung, die ist leider etwas schwergängig. Und wenn sie einmal eingeschlagen ist, dann ist sie auch eingeschlagen. Die Mechanik dahinter ist eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Wir haben, bevor wir uns auf die Technik einführen, bevor ich jetzt auch mit den Details, schauen wir uns das Ding doch mal erstmal von außen nochmal in Ruhe ein bisschen an. Wir haben hier diesen schönen Auslegerarm, der... So 3D wäre jetzt geil. Da vorne mit diesen Spike Bricks, so nenne ich die jetzt einfach mal, und hier unten mit so einer Säge. Die Idee ist halt, das Ding würde halt theoretisch einen Baum greifen. Gibt es ja solche Dinger. Baum greifen und absägen, zur Seite legen. Und die Originaldinger machen dann gleich noch die erste ab und unterteilen den schon mal in grobe Stücke. Das kann der halt auch. Ne? So ist das zumindest gedacht. Das heißt, man würde jetzt hier den Baum greifen, zeige ich euch gleich. Dann würde man das Ganze hier drehen entsprechend und dann würde der Baum hier Stück für Stück abgesägt werden.
ja, sogenannte Harvester halt, ne? Da unten drunter haben wir dann die Kabine. Kriege ich das hin, ohne dass ich jetzt auf der Tastatur was drücke und meine Aufnahme abbreche? Das wäre der Klopfer, ne? So, da haben wir die Kabine halt entsprechend einmal. Ja, mit einem kleinen Fahrersitz eingebaut, so zwei Hebelchen. Der hat irgendwo noch eine, hier was zu trinken und noch einen Kaffeebecher an der Seite. Ist ganz nett gemacht halt. Wir haben vorne eine Pendelachse und hier so schöne Tubes, hier diese Verbindungstubes in so einem Kanonengrau. Sehr schön, davon sind ein paar mehr hier verbaut. Ja, seitlich. Jo, Technikmodell sieht ganz nett aus. Die Kabine können wir natürlich drehen hier. Die ist auch auf dem großen Turntable, Technik-Turntable raufgeschraubt. Und in der Mitte seht ihr schon den Schlauch reingehen, ne, für die Pneumatik halt. Ja, hier auf der Rückseite haben wir dann halt die Motoreinheit. Da sitzt die Batteriebox und der Motor drin. Ja, von hinten auch ganz nett gestaltet. Die beiden Hinterachsen sind auch pendelnd gelagert, so dass er relativ geländegängig ist. Nur die zweite Achse, also die Achse hier, die ist fest. Die sorgt also dafür, dass das Ding nicht permanent nach links und rechts kippt. Ja, Knicklenker ist klar. So, nochmal die andere Seite. Ihr seht, das ist alles relativ robust. Man kann das gut anpacken. Da ist die andere Seite nochmal. Ja, schöne Panels in Grün oder in Lime Green oder und Dark Green, was ist, oder normales Green, keine Ahnung. Oben drauf so ein paar rundum leuchtende Kette noch aufgebaut. Auspuffanlage hier oben auch mit diesen Tubes hier. Kanonengrau. Ganz nett geworden alles. Ist ein hübsches kleines Modell, fand ich. Wie gesagt, war übrigens, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, zusammen mit dem VW Bulli dafür verantwortlich, dass ich dann wieder aus den Dark Ages raus bin. Das war mal Modell Ende 18 oder Anfang 19. Ich will es nicht beschwören. Ich glaube, Ende 18 müsste das gewesen sein. Müsste ich nachgucken. Aber zusammen mit dem VW Bulli damals, das waren die beiden ersten Sets, die ich mir wieder gekauft habe von Lego in dem Fall. Mit dem ich dann wieder angefangen bin, in diesem viel zu teuren Hobby zu landen. Naja, das ist ein anderes Thema. Ja, soviel zur Optik im Endeffekt. Ja, jetzt mal kurz erstmal Lenkung. Die Lenkung ist so, wir haben hier in der Mitte den großen Turntable. Ihr seht da hinten dieses tenfarbene Zahnrad. Das wird dann nochmal über die Setzung mit dem Zahnrad hier oben verbunden, mit unserer Lenkung. Und wir können damit das Ganze lenken. Das geht natürlich, weil wir ja die ganze Vorderachse irgendwie bewegen müssen, relativ schnell. Insbesondere, wenn wir stehen. Na, es geht, aber es geht schwer. Und ihr seht, die vorderste Achse, warte mal, ich nehme mal ein Stück nach hinten, die wird zusätzlich mit eingelenkt. Das heißt, wenn ich das jetzt hier bewege, seht ihr, dass die vordere Achse auch mitbewegt. Dazu sind... Oh, jetzt habe ich seine Flasche hier lose gemacht. Ach, immer das Gleiche mit dem Gunnar und seinen dicken Fingern. So, dazu habt ihr hier unten auf der Unterachse, auf der Unterseite, seht ihr diesen schwarzen Balljoint-Verbinder. Der geht vorne auf diesen, ja, auf die Lenkung im Endeffekt. Das heißt, sobald sich das Gerät dreht, egal ob ich jetzt oben dran drehe, wird vorne mitgelenkt. Eine super simple, aber schöne Mechanik, finde ich. Haben sie gut gelöst. Ist echt nett gemacht. Ist das cool. Finde ich echt eine schöne technische Lösung. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Ja, so können wir lenken. Problem ist halt durch das Gewicht und durch die vielen Achsen. Wenn man geradeaus fährt, geht's gut. Sobald man jetzt lenkt, dann lenkt er ein. Hat einen sehr, sehr kleinen Wenderadius. Das muss man ihm mal zugute halten. Also der dreht wirklich. Ne? Das ist kein Vergleich zu den Supersportlern, aber man muss halt immer kräftig drehen. Beim Fahren geht's, aber er schlägt dann halt immer sofort ein. Das ist halt einfach der Mechanik geschuldet, ne? Der Art und Weise, wie das Ding lenkt. So, dann haben wir die Pneumatik, zeige ich euch gleich. Ja, wir können hier noch eine Klappe aufmachen. Da seht ihr jetzt die Batteriebox halt entsprechend drin. Da ist so ein kleiner Hebel eingebaut, dass man das Ding halt nur in eine Richtung, man kann ihn also nicht, haben sie schon dran gedacht, dass diese Mittelposition der Akkuboxen, der Batterieboxen immer schwierig ist. Das heißt, sie haben hier einen Stopper, der hier gegen den Anschluss hämmert, so dass man immer nur in eine Richtung, na, in die andere geht es nicht. Funktioniert auch gut. Ja, hier oben sitzt dann die Pumpe, na, die wird entsprechend auf der Unterseite. Ich nehme mal den Batterieblock raus, der ist hier nur reingesteckt. So, kriege ich das jetzt hier ab, ohne wieder alles auseinanderzunehmen. So, da unten sitzt dann unser L-Motor drinne. Der ist einfach hier über so eine orangefarbenen Verbinderstücke, warum auch immer die gewählt wurden, ich kann es euch nicht beantworten, mit der Pumpe verbunden entsprechend und der dann halt die Pumpe nach oben und unten bewegt. Kein Hexenwerk, nichts Besonderes, aber funktioniert. Ne? Jo, Batteriebox, alles gut. So, wieder rein damit. So, rauf. Und wie gesagt, hier sind nur zwei Kreuzachsen. Da wird die einfach reingesteckt und weiter wird sie jetzt nicht befestigt. Nö, das war's. Klappe zu und hier ist so ein kleiner Riegel, ne, hier so der Luftfilter, damit kann man das dann verriegeln. Nett. So, und jetzt kommen wir mal zu den Highlights, die beiden Pneumatik-Funktionen, die wir haben. Dazu machen wir ihn mal an. So, man sieht schon, er arbeitet hinten richtig. Das ist klar, die Pumpe halt da, wo sie sitzt, ne, führt natürlich durch diese
Schwungbewegung dazu, dass sich das Ganze hinbewegt. So, wir fangen mal vorne an, da klemmt er immer ganz gerne. So, na? Oh, diesmal ging es ja gut. So könnt ihr das sehen. Und auf. Na? Mehr Funktion hat diese Pneumatik jetzt nicht. Ja, der kleine Zylinder, der klemmt immer gerne ein bisschen. So, jetzt machen wir die Mittelstellung. So, dann wollen wir mal langsam runterfahren, gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege. Ich entschuldige diese komischen Geräusche. So, also wenn man ein bisschen Gefühl walten lässt, kann man das auch langsam hoch und runter fahren. Hoch geht sowieso gut. Na? Da muss er halt ein bisschen pumpen. Zwei Zylinder, die er hochpumpen muss, das dauert ein bisschen. Und runter geht auch langsam. Da, ihr seht es. Man findet so ein bisschen schlecht die Mittelposition. Und man merkt immer, wenn sich Druck im System aufbaut, wenn ihr jetzt also ein bisschen Moment lang auf Null habt und dann zum Beispiel wartet und dann geht es natürlich trotzdem nicht zu. Zack. Das soll es mit dem Gröhl gewesen sein. Ja, sind jetzt nicht rasend viele Pneumatikfunktionen. Genau genommen zwei. Ja, wir können also diesen Auslegerarm hoch und runter fahren, damit dann halt das, also hier, das müssen wir manuell drehen hier leider. Na? Und wir haben dann hier noch eine Funktion, ich zeige da nochmal, Moment. Da ist ein kleines Zahnrad, wenn man dran geht, wird hier die Mechanik umgelenkt und das Ding geht in die von der senkrechten in die waagerechte. Und jetzt wäre diese Position gestellt, wenn man den dann noch so drehen würde. Jetzt würde man die Stämme hier nach und nach rausschieben. Die äußeren Äste werden dabei in der Regel gleich abgehackt, sage ich mal. Ich guck mal, ob ich mal ein Bild finde von so einem Harvester. Von solchen Dingen, mit denen die da durch den Wald fahren und da mal eben, weiß ich nicht, wie viele Bäume pro Stunde weghämmern. Technisch schon sehr faszinierend, die Dinger. Naja, und dann der sehe ich dann halt theoretisch immer diesen Baum ab. So ist die Idee dahinter. Wobei natürlich diese Funktionalitäten hier mit dem Baum, das ist halt, wie ihr seht, naja, und auch das Ding ist einfach nur raufgesteckt. Naja, und auch die Drehfunktion hier ist jetzt nicht irgendwie über einen Zylinder, über einen Motor oder ähnliches gelöst. Das ist einfach, musst du per Hand einfach drehen. Hier ist noch ein kleiner Dings, ein kleines Zahnrad, mit dem man das halt hoch und runter gibt. So, jetzt habe ich aber wirklich alles erwähnt. Ja gut, wie gesagt, das Ding dreht sich halt auf dem großen Turntable vorne nochmal. Dreht sich schön weit, leider nicht 360 Grad, das wäre schon, also keine 360 Grad, Entschuldigung, sondern leider kommt dann hier der Anschlag, also man kann da noch und dann ist aber auch vorbei. Weiter geht es leider nicht. Na ja, macht auch nicht so viel Sinn, ne? Ja, das ist ein, wie ich fand, damals durchaus schönes kleines Technikmodell mit der Pneumatik. Ich mag ja Pneumatik, ich bin ja ja, mit Pneumatik aufgewachsen. Ich bin jemand, hört sich gut an. Ne? Also meine ersten Technikmodelle mit, die ich gekauft habe oder bekommen habe, habe ich mir nicht selbst gekauft, war ja noch ein Lütter Steppke, war wirklich Pneumatik Version 1. Ich habe euch die mal in einem ganz alten Video gezeigt. Ich werde das mal einblenden. Ein Link dazu, zu meinem Nostalgie-Video nenne ich es mal. Das ist ein alter Bagger, den ich da bekommen habe, damals mit der Pneumatik Version 1 und einen Gabelstapler. Die haben also wirklich noch die alte Pneumatik, die allererste, die rauskam von, was habe ich gelesen, 84 bis 88, glaube ich. Und da habe ich zwei Modelle von. Da gab noch ein paar mehr, aber zwei habe ich. Die besitze ich auch noch. Die funktionieren auch noch, außer dass ich den Bagger kaputt gemacht habe. Beim Umräumen ist er mir mal runtergefallen, deswegen ist ein Zylinder kaputt. Er funktioniert nur noch so halb. Naja, ist ein anderes Thema, zeige ich in dem Video. Deswegen war ich damals, als ich das gekauft habe, vor zwei Jahren jetzt mittlerweile, durchaus angetan, mal die neue Pneumatik kennenzulernen und mit diesen kleinen Motoren und den Pumpen funktioniert es natürlich besser. Früher musste man das per Hand machen. Die Zylinder hatten auch nicht zwei Anschlüsse, das heißt, die arbeiten mit Druck und Unterdruck. Zeige ich euch in dem Video. Mehr Pneumatik, wie gesagt, jetzt seitdem leider nicht. Ich habe mal ein interessantes Video gesehen, oh, ich weiß nicht mehr von wem, müsste ich jetzt lügen. Es gibt Firmen, die tatsächlich diese Pneumatik auf Hydraulik umgerüstet haben. Das heißt, die haben so kleine Pumpen gebaut, da muss man direkt einen Motor anschließen, der wird dann direkt mit den beiden, mit dem Zylinder verbunden. Das heißt, pro Zylinder immer ein Motor, ne? Nicht so wie hier, wo wir halt quasi beide Zylinder die gleiche Funktionalität haben. Wobei, man könnte die sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit so einem kleinen Motor, da kommt eine Flüssigkeit rein, die sagen wohl, destilliertes Wasser soll ganz gut gehen, keine Ahnung. Und dann wird das Ganze zur Hydraulik quasi. Habe ich früher auch schon mit meinem alten Sachen gemacht. Habe ich auch eine Hydraulik draus gebaut aus den zwei Dingern. Habe ich zwei Zylinder verbunden, Wasser rein und hatte halt im Endeffekt eine Kraftübertragung. Ne? Konnte man für irgendwas benutzen, vorne einen Hebel und hinten bewegt die sich was. Brauchte halt nur den Schlauch legen. Hatte seine Vorteile. Das ist überhaupt der Vorteil von Pneumatik. Jetzt fragen viele, ja, warum Pneumatik? Gibt doch Linearaktoren. Ja, stimmt. Aber die hier vorne zum Beispiel, das anzusteuern über Nicht-Pneumatik, also über entsprechende Kreuzachsen, Zahnräder, Gelenkwellen,
wäre sehr aufwendig. Deswegen macht man das ja auch in der Realität nicht. Deswegen benutzt man da ja auch Hydraulik. Keine Pneumatik, aber Hydraulik. Prinzipiell von der Funktionsweise ähnlich. Bis gleich. Nein, nicht ganz. Und das ist halt der Vorteil von Pneumatik. Man kann an Dinge rankommen, wo man sonst mit einer, mit einem Wellenantrieb über eine Kreuzachse halt nur extrem aufwendig hinkommt und mit Verlusten und Hasse nicht gesehen. Hier legt man halt ein paar Schläuche. Ich würde mich durchaus freuen, wenn Lego das Thema Pneumatik mal wieder entdeckt. Ich habe da zwar nicht allzu viele Hoffnungen, weil ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist. Ich glaube, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, aber da wir jetzt in den letzten 2 Jahren nicht ein einziges Set damit bekommen haben, habe ich da keine gute Hoffnung, dass es da noch was geben wird. Das heißt, für alle, die Interesse an Pneumatik haben, schaut nochmal nach dem Ding jetzt hier, sei es gebraucht, sei es neu. Noch ist es halbwegs bezahlbar für den Preis. Noch ist es halbwegs bezahlbar, das Set. Und man bekommt es noch, wie gesagt, sogar noch unter UVP von damals. Also das sollte man sich dann noch überlegen. Den werde ich nicht verkaufen. Ich finde es so eigentlich ganz nett, das Ding. Außerdem ist es so ein bisschen so mein Dark Age Returner. Return from the Dark Ages. So muss man dann ja sagen. Und da erinnert er mich dran. Habe ich jetzt neulich, warum ich den jetzt erst vorstelle, fragt ihr euch. Gut, vor 2 Jahren konnte ich euch den nicht vorstellen. Da hatte ich noch kein YouTube. Da war ich noch kein YouTuber. Ich habe neulich ein bisschen aufgeräumt und geputzt, so vor Weihnachten. Und ich wusste ja, dass ich ihn habe, aber da habe ich ihn dann mal wieder ausgebuddelt, habe ihn dann entstaubt. Er war arg zugestaubt und habe den ein bisschen sauber gemacht, habe mal wieder angeschlossen und dachte mir so, jetzt zeigst du den mal. Na? Dann seht ihr mal, weil geredet habe ich über den schon mal, aber jetzt habe ich euch den auch gezeigt. Damit, glaube ich, sind wirklich alle meine Lego-Modelle, die ich hier irgendwie besitze, auch jetzt auf Video festgehalten. Oder? Ja, ich glaube schon. Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Rutsch. Das ist das letzte Video vor Neujahr. Also das sollte wohl am 31. noch erscheinen. Feiert schön, macht keinen Blödsinn, ballert nicht. Ist ja meines Wissens nicht erlaubt dieses Jahr 2020. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin aus dem Alter raus, indem ich mich daran erfreue, dass es Knall macht. Naja, in jungen Jahren war ja das auch anders. Feiert schön, kommt gut rein, bleibt gesund und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dann.